Mein Name ist Hannes Ambichl. Wir sind da in Obertiefenbach in der Gemeinde Pyra. Wir führen einen Ferkelproduktionsbetrieb mit ca. 160 produktiven Sauen und arbeiten mit der Firma Gesing Genetik. Als wir Anfang 2013 den Stall in Betrieb genommen haben, haben wir begonnen mit der Zusammenarbeit mit den Vermehrungsbetrieben Sida Bruckner und arbeiten also seitdem mit BSI Genetik und haben dann bei der Zusammenlegung mit Firma Gesing umgestellt auf Gesing Genetik und haben diese Zusammenarbeit also weiterhin fortgeführt. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht das Vertrauen zu den Partnerbetrieben, die man hat. Und Gesundheitsstatus und Hygiene ist der wesentlichste Faktor in der Schweinehaltung. Also wir setzen auf unserem Betrieb ca. Gut 30 Ferkel pro Sau und Jahr ab, ohne Amme. Und das hat sich jetzt mit der neuen Genetik ein bisschen erhöht. Also das Futter für unseren Betrieb kommt zu 100% aus der Region rund um unseren Betrieb. Das heißt von unseren eigenen Feldern oder dass wir von Nachbarlandwirten zukaufen. Und wird dann in unserem Betrieb gelagert, gereinigt, getrocknet, wenn erforderlich ist, und dann selbst vermahlen und das Futter gemischt und letztendlich dann verfüttert.